Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein RAID 60 auf einem IBM M56 oder RAID 92658i-Controller erstellen. So stellen Sie einen Controller über das BIOS mit dem LS-Dienstprogramm und dem Programm Startzeile ein. Und auch, wie man Daten von einem zerstörten RAID 60 wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. RAID 60 oder wie es auch genannt wird RAID 6+0 ist ein Festplattenverbund, der mehrere Festplattengruppen kombiniert und ein Dual-Parity RAID 6 mit einem direkten Verschlechtern der RAID 0 Blöcke bietet. Zum Aufbau dieser Array-Ebene sind mindestens 8 Festplatten erforderlich. In Bezug auf die Zuverlässigkeit ist sie recht hoch, da dieser RAID-Typ doppelte Redundanz bietet und den Verlust von bis zu 2 Festplatten in jeder Gruppe tolerieren kann. Ein Datenverlust kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Schauen wir uns zunächst an, wie man eine RAID 60 Array aufbaut. Ich zeige Ihnen, wie Sie eine Array mit 8 Festplatten auf einen IBM M56 Controller aufbauen. Für die erste Methode werde ich das LSA-Dienstprogramm verwenden. LSA ist eine webbasierte Anwendung, mit der Sie Plattenspeicher überwachen und Fehler beheben können. Außerdem können Sie damit verschiedene RAID-Konfigurationen auf LSA-Controllern erstellen und verwalten. Zuerst müssen Sie es herunterladen, um die neueste Version des Programms herunterzuladen, müssen Sie auf die offizielle Website gehen. Hier in der Suche schreiben wir SS Storrens Authority und klicken auf die Schaltfläche Suchen. Öffnen Sie die Registerkarte Downloads und laden Sie die Version für das erforderliche Betriebssystem herunter. Ich brauche die Windows-Version, weil ich Ihnen das Beispiel dieses Betriebssystems zeigen werde. Klicken Sie auf das Download-Symbol neben dem ZIP-Archiv. Entpacken Sie die Dateien an einen beliebigen Ort und führen Sie die Installation aus. Es ist nicht notwendig, die Benutzerinformationen auszufüllen. Als nächstes werden Sie aufgefordert, die Art der Installation des Programms zu wählen. Es gibt mehrere Optionen, wählen Sie GTA, alle Komponenten installieren. Nach der Installation erscheint die Programmverfügung auf dem Desktop. Starten Sie das Programm, es wird in einem Browser geöffnet. Klicken Sie hier, um sich anzumelden, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Windows-Kontos ein. Der Name sollte mit lateinischen Buchstaben geschrieben werden, da sonst Probleme mit dem Eingang auftreten können. Nach dem Anmelden gelangen Sie zum Bildschirm für die Controllerverwaltung. Wählen Sie in diesem Feld den Controller aus. Öffnen Sie das Menü Konfigurieren, um ein neues Array zu erstellen. Wenn Sie bereits ein gebautes RAID haben, müssen Sie, um es zu entfernen, die Konfiguration löschen, indem Sie auf dieses Feld Clear Configure klicken, das Bestätigungsfeld ankreuzen und auf Yes klicken. Klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche Konfigurieren. Jetzt müssen Sie die Boot-Methode Advanced auswählen, wo Sie alle erwarteten Parameter angeben können. Einige Parameter werden standardmäßig eingestellt.
geben Sie auf der nächsten Registerkarte den RAID-Level an. Fügen Sie dann die Laufwerke hinzu, die das RAID bilden sollen. Und fügen Sie eine virtuelle Festplatte hinzu. Geben Sie die Größe, den Namen und die Größe des Blocks an. Außerdem müssen Sie die Initialisierungsmethode, die Lese- und Schreibrichtlinie, die Zwischenspeicherung und andere Einstellungen auswählen. Klicken Sie dann auf Virtuelle Festplatte hinzufügen und auf Fertigstellen, um den Vorgang zu beenden. Nach einer Weile wird in diesem Fenster RAID angezeigt. Hier können Sie Informationen darüber sehen, den Status der Festplatte und so weiter. In zusätzlichen Optionen können Sie das Scannen aktivieren, Warnungen anrichten, Hot-Swap-Festplatten hinzufügen und vieles mehr. Die nächste Möglichkeit, ein Disk-Array auf diesem Kontrolltyp zu erstellen, ist das Kontrolldienstprogramm STORCLI. STORCLI ist ein Kommandzeilen-Tool, mit dem Sie jede beliebige Konfiguration an einen Les-Vargo RAID-Controllers vornehmen können. Genau wie mit dem Les-Dienstprogramm. Mit Storche können Sie RAID-Arrays erstellen, erden und verwalten. Das Programm kann von der offiziellen Seite heruntergeladen werden. Geben Sie einfach den Namen in das Suchfeld ein und laden Sie die entsprechende Version herunter. Entpacken Sie dann die Dateien aus dem Archiv. Um es auszuführen, öffnen Sie eine Befehlszeile als Administrator und navigieren Sie zu dem Ordner mit dem Programm, schreiben Sie zu CD und kopieren Sie den Pfad zu dem Verzeichnis mit der gewünschten Version des Dienstprogramms. Um zu überprüfen, wie es funktioniert, lassen Sie uns den Befehl Hilfe ausführen. Stellen Sie als nächstes sicher, dass das Programm unsere Controller sieht und um Informationen über den Controller anzuzeigen. Geben Sie den folgenden Befehl ein. Um nun die Liste der Festplatten zu sehen, die an unseren Controllers gemountet sind, können Sie dies mit folgendem Befehl tun. Hier wird auch der Status der Festplatten angezeigt. Und um sicherzustellen, dass sie nicht in einen RAID zusammengebunden sind, führen Sie einen weiteren Befehl aus. Mit diesem Befehl werden Informationen über die virtuellen Festplatten angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel am Ende des Befehls hinzufügen, werden detailliertere Informationen angezeigt. Zusammensetzung der virtuellen Festplatte, Coaching-Einstellungen, Burggröße und so weiter. Um die virtuelle Festplatte zu entfernen, geben Sie den folgenden Befehl ein, wobei F60 der Name der virtuellen Festplatte ist. Um zu überprüfen, dass das RAID entfernt wurde, führen Sie den Befehl erneut aus, um die virtuellen Festplatten einzuzeigen. Nachdem das unerwünschte RAID entfernt wurde, können Sie nun RAID 60 erstellen. Führen Sie dazu einfach einen einzigen Befehl aus. WOFD ist das virtuelle Laufwerk. R setzt die Array-Ebene, Size legt die gewünschte Größe fest. Ich habe auch den gesamten freien Speicherplatz hingewiesen. Name gibt dem Array einen Namen.
Drives gibt die Laufwerk an, aus dem ein RAID gebildet werden soll, in meinem Fall von 0 bis 7, also insgesamt 8 Festplatten. Bei der PRA bestimmt die Anzahl der physikalischen Laufwerke pro Array, abhängig von der Gesamtzahl der physikalischen Laufwerke, in meinem Fall mit RAID 60, zwei Gruppen von 4 Festplatten. Die Daten reichen aus, um ein Array zu erstellen. Falls erforderlich, können Sie zusätzliche Parameter eingeben. Schreibt Coaching auf Festplatten, aktivieren, bei der Cache und On auf angeben. Bei der Leser und schreibt Richtlinie, Array, Block Größe und so weiter. Andernfalls werden zusätzliche Parameter standardmäßig eingestellt. Sehen Sie sich Informationen über die virtuelle Festplatte an. Wie Sie sehen können, wurde das Array erfolgreich erstellt. Sie können das vorherige Dienstprogramm verwenden, um es zu verwalten. Eine weitere Möglichkeit, ein RAID 60 auf dem RC-Controller mit WebBIOS zu erstellen. Dazu müssen Sie die entsprechende Tastenkombination, in meinem Fall STRG plus H drücken, während der Computer hochfährt. Wenn WebBIOS nicht bootfähig ist und das Betriebssystem bootet, müssen Sie zunächst das Startlaufwerk im BIOS des Motherboards deaktivieren. Öffnen Sie das BIOS und suchen Sie die Liste der abgeschlossenen Laufwerke. Stellen Sie hier die Option Trennen ein. Danach sollte dieses Problem verschwinden und beim nächsten Start durch Drücken von STRG plus H wird der WebBIOS-Controller geladen. Der erste Bildschirm listet alle erkannten Controller auf. Wenn Sie mehr als einen haben, wählen Sie den gewünschten aus und drücken Sie Start. Im nächsten Bildschirm werden alle anderen Controller abgeschlossen, Laufwerke aufgelistet. Öffnen Sie den Konfigurationen-Wizard, um RAID zu erstellen. Wenn Sie bereits eine RAID mit diesen Festplatten erstellt haben, wird Ihnen das System mitteilen, dass es verloren geht. Bestätigen Sie mit Yes, ja. Wählen Sie anschließend den manuellen Modus und klicken Sie auf Next, weiter. Im nächsten Schritt geben Sie die Festplatten an, aus denen das Array bestehen soll. Wählen Sie aus und klicken Sie auf Zum Array hinzufügen, Add to Array. Wenn Sie an dieser Stelle alle Laufwerke auswählen und der Gruppe hinzufügen, können Sie RAID 6, 5, 1 und 0 erstellen. Um RAID 10, 50 und 60 zu erstellen, müssen Sie mehrere Gruppen von Laufwerken erstellen, da diese Arten von RAIDs aus Gruppen von Laufwerken bestehen. In meinem Fall muss ich ein RAID 60 mit 8 Laufwerken erstellen, also weise ich die ersten 4 Laufwerke zu. Dann muss ich Add und Accept DK die Gruppe hinzufügen. Ich markiere dann die restlichen 4 Laufwerke und wieder hinzufügen Add, Add DK. Bestätigen und Next weiter. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Add to Span, fügen Sie die zuvor erstellte Laufwerksgruppen hinzu und klicken Sie auf Next, um fortzufahren. Wie Sie jetzt sehen können, sind die verfügbaren RAID Level 60, 50, 10 und 0, wählen Sie aus dieser Liste. Dann können Sie bei Bedarf weitere Parameter, Blockgröße, Lese- und Schriftlinien und so weiter ändern. Und am Ende geben Sie die Kapazität des zukünftigen Arrays an. Ich gebe eine volle Kapazität an.
Klicken Sie dann zur Bestätigung auf Accept und Yes. Klicken Sie auf Next weiter. Dann auf Accept erneut und auf Yes, um die Konfiguration zu schreiben. Das erste warnt Sie, dass alle Daten und Wiedergabelinks verloren geben und bittet Sie um Bestätigung, um die Initialisierung zu starten. Klicken Sie auf Yes, Ja, um zu akzeptieren. Kehren Sie zum Hauptmenü zurück und starten Sie das System neu. Wenn Sie von diesem Gerät booten müssen, vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen neben Bootlaufwerk festlegen zu aktivieren. Wenn das System von einem anderen Laufwerk booten soll, das vor dem Start des WebBIOS des Controllers deaktiviert war, öffnen Sie das BIOS des Motherboards und aktivieren Sie es. Nachdem das System hochgefahren ist, müssen Sie das Array in der Datenträgerverwaltung partitionieren, damit es in Explorer erscheint. Wenn Sie versehentlich Informationen aus Ihrem Array gelöscht haben, Daten aufgrund einer falschen Konfiguration verloren gegangen sind, ein Controller, eine Festplatte oder ein anderes Gerät ausgefallen ist und Informationen nicht kopiert werden können, verwenden Sie das Programm, um Daten von RAID wiederherzustellen. Hidden RAID Recovery kann Ihnen helfen, verlorene Daten von beschädigten Festplatten-Arrays wiederherzustellen. Das Dienstprogramm liest alle Informationen über den Controller, die Hauptplatine oder die Software aus, auf der das Festplatten-Array erstellt wurde. Rekonstruiert das beschädigte RAID und ermöglicht es, alle restlichen Informationen darauf zu kopieren. Wenn Sie versehentlich Dateien auf einem RAID gelöscht haben, starten Sie einfach das Programm. Scannen Sie das Laufwerk. Und stellen die gewünschten Dateien wieder her. Gelöschte Dateien sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Im Falle eines ausgefallenen Controllers müssen Sie die Laufwerke direkt an die Hauptplatine des Computers anschließen. Wenn Sie eine große Anzahl von Laufwerken anschließen, können Sie Schwierigkeiten mit der geringen Anzahl von SATA-Anschlüssen und Stromanschlüssen haben. Es gibt spezielle Platinen und Kabel, die verwendet werden können, um die Anzahl der Steckplätze auf die benötigte Anzahl zu erhöhen. Sie können jetzt Beispiele dafür auf dem Bildschirm sehen. Wenn Sie nicht alle Laufwerke verbinden können, aber genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, können Sie Image von allen Laufwerken entfernen, sie in das Programm fest verknüpfen und Daten vor Image wiederherstellen. Unser Programm unterstützt diese Funktion. Von dieser Methode benötigen Sie nur einen freien SATA-Anschluss und einen Stromanschluss für die Festplatte. Schließen Sie ein Laufwerk an, booten Sie das System und starten Sie das Programm. Öffnen Sie die Registerkarte Dienst, Datenträger speichern, geben Sie den Ort an, an dem er gespeichert werden soll und klicken Sie auf Speichern. Wir brauchen seine volle Kapazität, also achten Sie auf ein Kontrollskettchen, das neben der vollen Größe platziert werden muss. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Abschluss des Speichervorgangs mit allen Laufwerken, aus denen Ihr Array bestand. Nachdem Sie alle Bilder gespeichert haben, müssen Sie sie in das Programm laden. Öffnen Sie zum Mounten eines Disk Image die Registerkarte Service Dienst Mount Disk. Geben Sie den Pfad zur Image-Datei an, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Öffnen. Danach werden Sie im Programm angezeigt. Montieren Sie Laufwerke auf diese Weise. Bei eingebauten Festplatten kann das Programm das vertauschte RAID nicht automatisch zusammensetzen. In diesem Fall verwenden Sie den RAID-Konstruktor. Starten Sie den RAID-Konstruktor und gehen Sie auf Weiter. Wählen Sie das Element manuell erstellen und Weiter. Hier müssen Sie alle Informationen zu dem RAID-Array angeben. Wählen Sie den Typ, geben Sie die Reihenfolge der Blöcke und ihre Größe an und wenn das RAID aus mehreren Festplattengruppen besteht, geben Sie ihre Anzahl an. Führen Sie dann Festplatten hinzu und geben Sie deren Reihenfolge an. Die beschädigten Festplatten sollten leer ausgefüllt werden.
Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, drücken Sie Hinzufügen, dann erscheint das Array im Laufwerkmanager. Wie Sie sehen können, sieht das Programm nach dem Dienstprogramm der Parameter unseres Arrays, sein Volumes und andere Informationen. Es muss nur noch gescannt und die Daten wiederhergestellt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und klicken Sie auf Öffnen. Führen Sie zunächst schnell Ihren Scan durch. Wenn das Programm die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Das Programm hat alle auf dem RAID verbliebenen Daten gefunden. Als nächstes müssen Sie die Dateien markieren, die zurückgegeben werden müssen, und auf Wiederherstellen klicken, den Pfad angegeben, in dem sie gespeichert werden sollen, und erneut wiederherstellen. Nach Abschluss befinden Sie sich im angegebenen Ordner. Das Programm kann Daten auch ohne mehrere Festplatten anzeigen, da es sich um ein 60 RAID handelt. Bleiben Sie Dateien intakt, wenn bis zu zwei Festplatten aus jeder Gruppe ausfallen. RAID 60 Server sind normalerweise äußerst zuverlässig und bietet eine bequeme Redundanz. Über jede RAID-Konfiguration ist jedoch ein Datenverlust möglich. Verwirrt Ausfälle, Ausfälle des Laufwerkcontrollers, Software-Failures und so weiter, können zum Verlust wichtiger Daten führen. Weil das richtige Wiederherstellungsprogramm kann Ihnen helfen, verlorene Daten sicher wiederherzustellen und Zeit bei der Suche und Wiederherstellung zu sparen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.